Hallo liebe Oldtimer-Freunde, heute möchte ich testen, ob LED-Lampen geeignet sind, damit ich sie hier im Oldtimer verwenden kann. Ich hatte schon öfter darüber nachgedacht, speziell für Bremslicht und Blinker LED-Lampen zu verwenden, um Strom zu sparen in erster Linie, da meine Fahrzeuge ja mit 12 Volt betrieben werden und das Thema Helligkeit jetzt nicht so der ausschlaggebende Punkt ist. Aber ich habe immer das Problem, dass ich mit meinen Gleichstromlichtmaschinen in Summe Unterdeckung habe in bestimmten Situationen und ich deswegen gerne auf stromsparende Lösungen setze. In der Vergangenheit habe ich Lampen bestellt, die sich dann als ungeeignet erwiesen haben. Sie waren entweder zu groß und passten nicht unter die Kappen oder sie waren schlicht zu dunkel. Beim F12 und auch beim P70 verwende ich diesen elektronischen Blinkgeber. Und ich habe mich extra nochmal beim Händler erkundigt. Dieser Blinkgeber braucht tatsächlich keine Mindestlast, sodass er auch geeignet sein sollte für LED-Lampen. Vergleichen wir erstmal die Bauform. Wie man sieht, ist die LED-Ausführung doch ein klein wenig länger im Vergleich zur Glühlampe. Aber ich denke, bei den Scheinwerfern und Blinkern und Rücklichtern des F12 wird das kein Problem darstellen. Ja, wie ihr seht, ist das Birnchen zwar hell genug, aber die Aussage des Händlers, der mir den elektronischen Blinkgeber verkauft hat, ist wohl falsch. Der elektronische Blinkgeber reagiert auf die geringere Leistung dieser Lampen mit einer unnatürlich hohen Blinkfrequenz, was natürlich so nicht geht. Also werde ich sie jetzt beim Bremslicht probieren. Tja, man sieht nun leider auch, dass es hier diesmal genauso schlecht funktioniert wie beim letzten Mal. Rechts sieht man die 12 Volt. Glühlampe, alte Bauform und links kaum zu sehen die LED-Ausführung. Also auch leider fürs Bremslicht ungeeignet, war wohl erneut ein Fehlkauf.